Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Geldanlage, neue Denken, investieren Sie nachhaltig in die Zukunft. Die Welt ist im stetigen Wandel. Mittlerweile ist dieser kleine Helfer, unser Smartphone, unser ständiger Begleiter geworden. Wir können uns heute noch kaum vorstellen, wie es war, mit einer alten Falkkarte durch die Stadt zu laufen, nach den Wegen zu den nächsten Sehenswürdigkeiten zu suchen und nachdem man sich dreimal verlaufen hat, irgendwann auch den Weg tatsächlich zu finden. Heute lassen wir uns bequem von Google Maps oder Apple Karten durch die Gegend navigieren und kommen entspannt an unserem Ziel an. So wie sich das bei dem Thema Karten verändert hat, hat sich auch die Geldanlage geändert. Auch die ist modern und innovativ geworden. Und deswegen freue ich mich, Sie heute zu der Veranstaltung begrüßen zu dürfen und mich gemeinsam mit meinen Referenten über das Thema mit Ihnen auszutauschen. Ja, Referenten ist das Stichwort. Ich darf begrüßen die beiden Protagonisten des heutigen Tages. Zum einen Holger Barth, Spezialist Private Banking. Dann der Markus Sterner von unserem Vertriebspartner der Union Investment. Mein Name ist Frank Hockemeyer und auch ich bin aus dem Private Banking der Mainzer Volksbank. Herr Sterner wird zu Beginn uns das Thema Nachhaltigkeit näher bringen. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Wie werden nachhaltige Anlageformen ausgewählt? Welche Kriterien werden dabei angewandt? Passen Nachhaltigkeit und Anlageerfolg überhaupt zusammen? Das alles wird uns Herr Sterner später beantworten. Im Anschluss wird der Herr Barth dann genau aufzeigen, wie jeder Einzelne von uns das Thema Nachhaltigkeit ganz konkret in seinem Anlagedepot, bei seiner Anlagestrategie umsetzen kann. Zunächst möchte ich Ihnen aber noch die Chatfunktion vorstellen. Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Das Ganze soll Ihre Veranstaltung sein, Informationen für Sie aufbereitet und deswegen möchte ich Sie bitten, in der Chatfunktion unter dem Reiter Fragen Ihr Anliegen einzutragen und wir werden dann im Anschluss nach den Vorträgen noch genügend Zeit haben, auf all Ihre Fragen eingehen zu können. Nutzen Sie die Möglichkeit und treten Sie mit uns in Kontakt. Des Weiteren möchte ich auch durch Einblendung des Disclaimers nochmal darauf hinweisen, dass es hierbei um eine Informationsveranstaltung handelt und nicht um eine Anlageberatung. Dafür möchte ich Sie bitten, die Kollegen und Kolleginnen in den Filialen aufzusuchen und sich dort individuell beraten zu lassen. Ja, das zum Regulatorischen. Bevor ich jetzt an die beiden Referenten übergebe, habe ich noch eine kleine letzte Frage, eine Umfrage an Sie, wo ich Sie bitten möchte, sich daran zu beteiligen. Welcher der eingeblendeten Gruppen fühlen Sie sich zugehörig? Erfahrener Wertpapieranleger, ehemaliger Wertpapierbesitzer, Wertpapierinteressierter oder Wertpapiereinsteiger? Bitte einfach kurz auswählen und uns übermitteln. So, wir warten noch kurz, bis alle Einträge da sind. Sehr schön, das scheint zu funktionieren. Gut, jetzt scheinen alle sich beteiligt zu haben. Also, genau, hier sehen wir schon das Ergebnis. Vielen Dank für die Teilnahme. Und ja, jetzt wissen wir zumindest, wer digital uns gegenüber sitzt und ja, können uns optimal auf Sie einstellen. Das soll es soweit von meiner Seite gewesen sein. Ich darf an den ersten Referenten übergeben, an den Herrn Sterner. Markus, bitteschön. Und ich bin mir sicher, du wirst uns gleich die Frage beantworten. Nachhaltigkeit, kurzfristiges Trendthema oder doch langfristige Entwicklung? Bitteschön. Ja, vielen Dank, lieber Frank. Und auch schön, dass Sie natürlich heute so zahlreich zugeschaltet haben. Ich denke zu einem Thema, was uns ja am Ende des Tages alle betrifft.
Und damit komme ich auch gerne gleich auf die Eingangsfrage von Frank Haukemeyer zurück. Nämlich, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für uns? Ist es eine kurzfristige Modeerscheinung oder ist es dann doch ein langfristiger Trend, der uns begleiten wird? Und ich möchte es so beantworten, wir sehen es als Megatrend. Vergleichbar mit dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist auch gekommen, um zu bleiben. Und wir können uns, glaube ich, alle nicht vorstellen, dass wir morgen wieder mit Matrizen schreiben, dass wir die Schreibmaschine wieder aus dem Schrank holen und der Computer am Ende in unserem Leben keine Rolle mehr spielen wird. Somit kann man auch hier wunderbar den Übertrag zur Nachhaltigkeit herstellen, denn Nachhaltigkeit wird uns auch begleiten. Der Klimawandel ist da, er wird nicht von einfach so wieder verschwinden, sondern wir müssen aktiv etwas entsprechend auch dagegen tun. Und glaube, wir alle können uns daran ja beteiligen, sei es die Privathaushalte. Und da haben Sie, wenn Sie so mal in sich gehen, mit Sicherheit auch in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht Ihr Lebensverhalten ein Stück weit verändert. Vielleicht kaufen Sie mittlerweile bewusster ein, kaufen regionaler ein, also Produkte von regionalen Anbietern, um Transportkosten damit zu vermeiden, beziehungsweise auch den Transport der Güter über die ganze Welt zu reduzieren, CO2-Emissionen damit einzusparen. Vielleicht essen Sie weniger Fleisch, vielleicht nutzen Sie häufiger das Fahrrad, gehen zu Fuß. Alles Dinge, die wir als private Haushalte tun können. Auf der anderen Seite natürlich auch die Politik. Die Politik muss uns letztendlich Weichen geben, die muss uns die Weichen stellen, muss uns eine klare Vorgabe geben, in welche Richtung soll es gehen. Und zu guter Letzt natürlich auch die Unternehmen, die einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, in eine grünere Zukunft zu gehen und somit unsere Welt auch nachhaltig lebenswert zu gestalten. Und bei dem Thema Unternehmen kommen wir natürlich als Union Investment ins Spiel, als Investor, die ihre Kundengelder verwaltet, die Milliarden, die sie uns zukommen lassen, die sie letztendlich auch in gute Hände geben, um sie dann gegebenenfalls auch unter Nachhaltigkeitsaspekten investiert wissen zu wollen. Und da sind wir natürlich entsprechend dann auch für sie da und wollen ja die Gelder in die Kanäle schieben, wo wir sagen, das sind Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, die eine glaubhafte Transformation für eine grünere Zukunft dann auch mit uns eingehen. Und ich habe Ihnen hierzu mal ein paar Zahlen mitgebracht, die erstmal so das Dilemma beschreiben, in dem wir uns momentan befinden. Wir haben auf der einen Seite von 1960 bis heute gravierende Veränderungen gesehen, einmal was die Weltbevölkerung angeht. Sie sehen, wir sind von 1960 3 Milliarden, heute mittlerweile bei knapp 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Heißt, wir streben hier in Richtung der Verdreifachung. Was wir mit dem BIP pro Kopf, also letztendlich ja das Einkommen pro Kopf, was damit auch ein Stück weit zusammenhängt, da haben wir schon eine Verdreifachung erzielt. Das heißt, die Menschen haben mehr Geld im Geldbeutel, haben damit auch die Möglichkeit, deutlich mehr Konsum letztendlich auszuüben, was auch völlig legitim ist, so das Streben nach Wohlstand. Das hat aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Schattenseite, nämlich die Produktion ist in diesem gleichen Zeitraum in den letzten 60 Jahren um den Faktor 12 gestiegen. Und das Gefährliche oder das Problem dabei ist letztendlich das Thema, dass es vorwiegend über fossile Brennstoffe letztendlich geschehen ist. Und das sind diese Spuren im Sand, die wir heute letztendlich ja auch spüren und sehen, die uns aber auch natürlich dazu anleiten und uns antreiben, heute deutlich mehr auf das Thema Nachhaltigkeit dann auch zu schauen und zu achten. Und die Stimmen natürlich in diesem Zusammenhang werden auch immer lauter. Und die Stimmen kommen aus verschiedensten Richtungen. Ich habe Ihnen hier mal drei Beispiele mitgebracht. Zum einen machen wir erstmal eine Reise in die Schweiz. Einmal im Jahr treffen sich sehr wichtige Männer und Frauen in Davos zum Weltwirtschaftsforum. Und hier wird im Rahmen dieses Weltwirtschaftsforums der sogenannte Global Risk Report vorgestellt, wo also 1000 Menschen ungefähr im Vorfeld gefragt werden aus dieser Kunden- oder Zielgruppe, die ich gerade beschrieben habe. Mit dem Blick nach vorne, wo seht ihr denn die größten Risiken für unseren Planeten? Kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und ich habe Ihnen hier jetzt mal die langfristigen Risiken mitgebracht, die diese Menschen letztendlich als die größten erachten. Und Sie sehen, mittlerweile sind 5 der 5 Top-Risiken Nachhaltigkeitsrisiken. Das ist zum einen das Versagen in der Klimapolitik. Das sind extreme Wetterereignisse, vor denen gewarnt werden. Ich glaube, das spüren wir ja alle schon weltweit. Aber auch in Deutschland ist das mittlerweile angekommen. Auch hier haben wir leider in den letzten Jahren die ein oder andere Naturkatastrophe schon zu verzeichnen gehabt. Wir reden über Verlust der Biodiversität. Da steckt dahinter das Abholzen der Urwälder, die Zerstörung der Korallenriffe
oder die Vernichtung von Mangroven. Aber auch außerhalb des ökologischen Sektors gibt es Nachhaltigkeitsrisiken, nämlich im sozialen Bereich. Also das Thema Erosion des sozialen Zusammenhaltes, das bedeutet letztendlich ja das Abdriften oder das Auseinanderdriften der Gesellschaft. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Also hier die Schere geht immer weiter auseinander. Auch das wird als große Gefahr gesehen. Und das Thema Lebensunterhaltsrisiken, also auch hier Existenzkrisen, die genau aus dieser sozialen Komponente heraus entstehen können. Wenn wir jetzt von den Großkopferten mal zu Volkesstimme kommen, dann haben wir die Bewegung Fridays for Futures, die uns ja die letzten Jahre sehr aktiv auch auf den Straßen in Deutschland oder auf der ganzen Welt begleitet hat. Viele Millionen junge Menschen gehen auf die Straße, demonstrieren für mehr Klimaschutz, um auch eine lebenswerte Zukunft zu haben und treiben ja wirklich die Politik vor sich her. Also ich denke, das Gesicht Fridays for Futures hat viel dazu beigetragen, eine mediale Präsenz damit zu erzeugen und damit natürlich auch die Politik anzutreiben, mehr für das Thema Nachhaltigkeit zu tun. Und zu guter Letzt nochmal ein Beispiel. Die UN hat 17 UN-Entwicklungsziele zum Thema Nachhaltigkeit ins Leben gerufen im Jahr 2015 und möchte hier über Meilensteine bis ins Jahr 2030 auch über diese Zielsetzungen für eine bessere Zukunft sorgen, möchte also unter ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten hinaus versuchen, das Thema Nachhaltigkeit weiter in die Gesellschaft, in die Unternehmen, in die Politik letztendlich auch hineinzutreiben. Und wenn wir das alles nehmen, glaube ich, dann sehen wir, das Thema Nachhaltigkeit ist präsenter denn je. Einmal der Druck ist da, die Stimmen werden lauter. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie können Sie sich denn außerhalb Ihres privaten Haushaltes auch für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen? Und da geht es dann natürlich um das Thema Geldanlage. Und wie können Sie in der Geldanlage agieren? Jetzt habe ich hier Ihnen erstmal ein Beispiel mitgebracht, nochmal eher allgemeiner Natur. Was hat Nachhaltigkeit mit dem Thema Aktienkurse zu tun? Letztendlich können Sie sich so vorstellen, ein Aktienkurs ist nichts anderes als eine künftige Gewinnerwartung eines Unternehmens, das sich dann in einem Aktienkurs auch heute schon widerspiegelt. Wir holen also die Zukunft ein Stück weit ins Hier und Jetzt. Eine künftige Gewinnerwartung ist nichts anderes als ein erwarteter Umsatz eines Unternehmens, davon abgezogen die erwarteten Kosten. Und das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile fundamental geworden. Fundamental bedeutet, dass es in der Analyse eines Unternehmens eine ganz wichtige Rolle mittlerweile spielt, weil Nachhaltigkeit wirkt auf beiden Seiten. Also einmal auf der Seite natürlich des Umsatzes. Der Trend von uns geht immer stärker dorthin, dass wir gerne nachhaltige Produkte kaufen. Und wenn ein Unternehmen gute, nachhaltige Produkte hat, dann sind wir eher bereit, diese zu kaufen, als die vielleicht weniger nachhaltigen. Also das heißt, auf der Umsatzseite wirkt das, aber auch auf der Kostenseite, weil auf der Kostenseite gibt es das Stichwort CO2-Bepreisung. Früher hat CO2 keinen Preis gehabt. Unternehmen, die also sehr viel CO2-Emissionen haben, haben früher dafür jetzt erstmal in Anführungszeichen nichts zahlen müssen und heute hat CO2 einen Preis. Das heißt also, Unternehmen, die sehr viel Emissionen haben, haben damit natürlich auch einen sehr hohen Kostenblock an ihrer Seite, der wiederum dann den Gewinn nachhaltig auch schmälert. Also Sie sehen, es wirkt auf beiden Seiten und am Ende des Tages müssen wir, oder das ist unsere Aufgabe, wenn Sie uns Ihre Gelder anvertrauen, genau diese Unternehmen herauszufiltern, die ja eine gute Klimabilanz auf der einen Seite haben, auf der anderen Seite aber auch eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Perspektive mitbringen. Und dann nehme ich Sie jetzt mal mit auf die Reise, wie gehen wir denn als Union Investment ganz konkret damit vor? Wie analysieren wir denn Unternehmen nach oder unter dem Aspekt Nachhaltigkeit. Und da sehen Sie auf dem Bild drei Säulen. Das sind die drei Dimensionen, über die wir jedes Unternehmen durchleuchten. Das ist E, S und G. Das E steht für Environment. Das ist das Thema Umwelt, was wir hier beleuchten, also die Umweltbilanz eines Unternehmens. S steht für Social. Social heißt die soziale Bilanz eines Unternehmens. Und dann schauen wir uns aber auch die Unternehmensführung an. Also wie organisiert sich ein Unternehmen mit Blick nach vorne? Mal hier zu jedem ein Beispiel. Ich denke, das Thema Umwelt lässt sich recht einfach erklären. Da geht es um die Klimastrategie. Da schauen wir, wie ist das Unternehmen mit Blick nach vorne aufgestellt oder wie ist es heute aufgestellt? Welche Strategie hat das mit Blick nach vorne, was zum Beispiel CO2-Emissionen angeht? Beim Thema Soziales geht es sehr stark auch darum,
die Mitarbeiterzufriedenheit? Wie behandelt das Unternehmen seine Mitarbeiter? Ist da eine soziale Gerechtigkeit auch im Unternehmen zu spüren? Und das Thema Governance, also sprich gute Unternehmensführung, kann man gut an den Aufsichtsräten zum Beispiel festmachen. Ein Aufsichtsrat sollte grundsätzlich unabhängig sein. Ein Aufsichtsrat sollte kompetent sein, inkompetent wäre schlecht. Und wir schauen natürlich auch genau drauf, sind die Chefs von früher heute im Aufsichtsrat und überwachen sozusagen die Chefs von heute. Und das wäre für uns ein Signal, dass da wenig Unabhängigkeit da ist. Und das ist dann für uns schon wieder ein Kriterium, wo wir auf jeden Fall mal genauer hinschauen. Also diese drei Dimensionen sind für uns erstmal die entscheidenden. Da wird jedes Unternehmen beleuchtet. Hinzu kommt, das sehen Sie jetzt hier nicht auf der Grafik, noch zwei weitere Aspekte. Das ist einmal, prüfen wir Unternehmen nach Kontroversen, also sind Unternehmen oder haben Unternehmen ein höheres Potenzial, in Skandale verwickelt zu sein, Umweltskandale, Korruption etc. pp. Und dann kommen auch hier wieder die UN-Entwicklungsfelder mit zum Tragen, weil hier schauen wir genau drauf, wie viele dieser UN-Entwicklungsfelder bedient denn ein Unternehmen? Und daraus wird ein Gesamtscore gebildet, heißt, wir bewerten das Unternehmen, am Ende kommt eine Kennziffer raus und wir können sehr, sehr gut einschätzen, wo bewegt sich das Unternehmen aktuell im Vergleich zu seinem Sektor. Also wir bewerten auch jeden Sektor natürlich für sich und schauen, wo ist das Unternehmen hier unter dem Aspekt Nachhaltigkeit eingegliedert. Im nächsten Schritt geht es dann darum, oder im ersten richtigen Schritt geht es dann darum, Unternehmen grundsätzlich erstmal auszuschließen. Das heißt, wir haben einen Nachhaltigkeitsfilter, den wir erstmal drüber legen, dass Sie mal ein Gefühl dafür haben. Alle am Kapitalmarkt notierten Unternehmen weltweit, wenn wir unseren Filter drüber legen, fallen ungefähr ein Fünftel der Unternehmen raus. Das heißt also, 80% bleiben weiterhin übrig, in die wir erstmal grundsätzlich investieren können. Dann greifen natürlich die Prozesse, die ich gerade beschrieben habe. Wir analysieren die Unternehmen, wir schauen uns genau an, wie ist die Umweltbilanz, wie ist die soziale Bilanz, wie ist die Unternehmensführung, wie organisiert sich das Unternehmen. Und die Unternehmen, die uns dann besonders gut gefallen, wo wir sagen, die sind auf dem richtigen Weg, die haben auch eine klare Zielsetzung, wo sie sich hinbewegen wollen, sind auch wirtschaftlich natürlich auf der anderen Seite gut aufgestellt. Das sind dann die Unternehmen, die wir investieren, Schritt zwei, besser auswählen. Und zu guter Letzt, um da jetzt nicht Schluss zu machen, wollen wir die Unternehmen natürlich auch auf ihrem Weg begleiten. Das nennen wir dann Verbesserungen konkret einfordern. Heißt also, im Fachjargon nennen wir das Engagement. Was meinen wir damit? Wir reden mit rund 4.000 Unternehmen im Jahr, also jeden Tag mit 20 Unternehmen ungefähr. Auch heute haben wir wieder mit 20 Unternehmen im Schnitt gesprochen und unterhalten uns ganz konkret darüber, was ist eure Strategie? Wo wollt ihr nachhaltiger werden? Wie wollt ihr nachhaltiger werden? Lassen uns das also sehr detailliert auch auflegen, um dann daraus für uns natürlich auch Entscheidungen treffen zu können. Wollen wir investieren? Wollen wir deinvestieren? Oder beobachten wir ein Unternehmen erstmal weiter? Wir gehen auf Hauptversammlungen und vertreten damit ja auch Sie, Ihre Stimme. Sie geben uns Ihr Geld, Sie vertrauen uns Ihr Geld an. Wir investieren in Unternehmen, sind damit ja stimmberechtigt, auch in Ihrem Namen, und versuchen darüber dann auch letztendlich das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Vielleicht haben Sie das ja schon das ein oder andere Mal wahrgenommen, dass Union Investment auch auf großen Hauptversammlungen einen konkreten Redeanteil dann auch hatte. Wenn diese Analyse abgeschlossen ist und wir eine gewisse Auswahl an Unternehmen getroffen haben, bleiben ein paar Unternehmen auch auf der Strecke. Und das sind unsere sogenannten Transformationskandidaten. Was meine ich damit? Nicht jedes Unternehmen ist heute schon optimal nachhaltig aufgestellt. Es gibt auch Unternehmen, die heute eher auf den ersten Blick wenig nachhaltig wirken, die aber eine klare Idee haben, die also eine klare Strategie haben, wie sie nachhaltiger werden wollen. Und auch in diese Unternehmen investieren wir durchaus, wenn das Unternehmen uns einen klaren Plan vorlegen kann. Punkt eins. Wenn Sie uns also klar aufzeigen können, glaubhaft aufzeigen können, das ist der Pfad, den wir einschlagen wollen. Wenn Sie zum Zweiten natürlich auch konkret die Mittel bereitstellen, also die finanziellen Mittel, diesen Weg auch gehen zu können. Und zu guter Letzt, wir nennen das, wenn die Führungskräfte intensiviert sind. Das heißt also, wenn Sie, auch irgendwo finanziell an dem Erfolg der Nachhaltigkeit des Unternehmens mit eingebunden sind. Und wenn diese drei Parameter stimmen, dann
sind wir auch bereit, in Unternehmen sozusagen aus der zweiten Nachhaltigkeitsreihe zu investieren, weil wir dort einfach viel Potenzial sehen, auch für Sie als Anleger natürlich, weil dort mit Sicherheit noch ein größeres Kurspotenzial da ist als bei anderen Unternehmen, die schon sehr, sehr ausgereift unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit agieren. Wir können das vielleicht auch so nochmal als ein Beispiel sehen, wenn wir ein emissionsstarkes Unternehmen haben, was heute noch sehr, sehr viel Emissionen in die Luft bläst und wir dort glaubhaft versichert bekommen, wie dieses Unternehmen künftig 20% beispielsweise CO2-Emissionen einsparen will, dann ist 20% von viel, viel. Ein Unternehmen, was nochmal 20% optimiert will, was also schon wenig CO2-Emissionen hat, dann sind 20% von wenig, wenig. Also heißt, wir wollen versuchen, auch die Unternehmen zu begleiten, die heute auf den ersten Blick noch gar nicht wirklich grün wirken. Aber wir wollen sie genau in diese Richtung begleiten, dass sie letztendlich grüner dann auch werden können. Ich hatte es eben schon mal in einem Nebensatz angedeutet. Natürlich ist es nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, was uns bewegt und worüber wir jetzt die Unternehmen dann analysieren und genau hinschauen, sondern es ist auch die wirtschaftliche Analyse, die wir natürlich auch weiterhin betreiben. Heißt also, wie ist das Unternehmen von seinem Geschäftsmodell grundsätzlich mit Blick nach vorne aufgestellt? Weil wenn wir nur die Nachhaltigkeit betrachten würden, dann wäre es eher Spenden. Und das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja aus Ihrem Geld mehr Geld machen. Heißt, wir müssen natürlich auch genau hinschauen, sind die Unternehmen auf der einen Seite nachhaltig aufgestellt? Haben sie den Plan? Haben sie die finanziellen Mittel? Sind sie auch bereit, das umzusetzen? Sind die Führungskräfte mit eingebunden? Und prüfen natürlich dann auf der anderen Seite aber auch die Betriebswirtschaftlichkeit des Unternehmens, die Perspektive unter diesem Aspekt heraus. Also wir versuchen genau das für Sie zu verzahnen. Auf der einen Seite das Thema ESG, Nachhaltigkeit mit der Ökonomie, um daraus den optimalen oder die optimalen Unternehmen dann für Sie auch herauszufiltern. Warum sollten Sie das jetzt vielleicht auch mit Union Investment tun? Es gibt gute Gründe dafür. Zum einen, Union Investment ist durchaus Pionier im Bereich der nachhaltigen Fondsanlagen. Woher kommt das? Das hat vor 30 Jahren angefangen, zugegeben. Wir wurden da auch ein Stück weit angetrieben. Damals war Nachhaltigkeit eher noch so ethisches Investieren. In der genossenschaftlichen Welt gibt es viele Kirchenbanken. Und die Kirchenbanken haben damals unter dem Aspekt des ethischen Gedanken gesagt, wir wollen nicht in alle Unternehmen investieren. Gewisse Dinge sind für uns nicht investierbar. Und so ist dieses Thema Nachhaltigkeit auch bei uns schon vor 30 Jahren entstanden. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Expertise, eine sehr große Erfahrung auch in dem Bereich, haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Analystenteam, 18 Kolleginnen und Kollegen, die sich ausschließlich um Nachhaltigkeitsanalysen kümmern. Das heißt, die also sämtliche Informationen, Daten zusammenführen, um daraus dann eine saubere Nachhaltigkeitsanalyse für jedes Unternehmen auch abbilden zu können. Wir haben mittlerweile, dass Sie auch hier mal ein Gefühl dafür bekommen, 400 Milliarden Assets under Management, also 400 Milliarden verwaltete Kundengelder. Und davon sind heute schon 120 Milliarden unter Nachhaltigkeitsaspekten investiert. Wir haben eine Datenbank, wo wir alles sammeln, das, was ich eben angesprochen habe, unsere Kolleginnen und Kollegen, die diese Daten einsammeln, verarbeiten, die werden alle in ein Datentool eingepflegt. Auch das ist nicht unbedingt normal in der Branche. Viele Mitbewerber fangen jetzt gerade damit an, auch solche Datenbanken aufzubauen. Wir tun das mittlerweile seit 9 Jahren, haben also hier auch einen Riesenpool an Daten, auf den wir entsprechend schon zurückgreifen können. Heißt also zusammengefasst, wenn ich jetzt nochmal alle Themen, die wir besprochen haben, zusammenfasse. Nachhaltigkeit ist nicht nur Ökologie, sondern ist natürlich auch Soziales, ist gute Unternehmensführung. Also diese drei Aspekte gehören eng miteinander zusammen. Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns bewegt. Die Stimmen werden lauter. Die Weltgemeinschaft ist unter Druck. Und somit glauben wir, dass auch weiterhin Unternehmen, die sich heute auf den Pfad machen, nachhaltiger zu werden, erfolgreicher sind, wie ich es vorhin ausgeführt hatte, über das Thema Umsatzsteigerungen, auf der anderen Seite aber auch Kostenreduzierungen. Und somit kann man in einem Satz letztendlich zusammenfassen, Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit für uns als Menschen, für die Unternehmen, für Staaten und am Ende des Tages für den Planeten. Und somit freue ich mich jetzt an meinen Kollegen
an Holger Barth von der Mainzer Volksbank übergeben zu dürfen, der Sie jetzt noch mal mit auf die Reise nimmt. Was können Sie denn von Ihrer Mainzer Volksbank erwarten? Wie können Sie hier die richtigen Entscheidungen treffen und wie kann Sie die Mainzer Volksbank dabei natürlich intensiv begleiten? Somit Holger, bitteschön. Ja. Vielen Dank, lieber Markus. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Begrüße Sie zur heutigen Veranstaltung. Ja, ich hätte fast gesagt, leider, es ist ja immer noch Fastnachtsdienstag, ja, also für die ein oder anderen Mainzer Fastnachter unter uns, aber das müssen wir am heutigen Tag ein bisschen hinter uns lassen. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich auch, dass Sie hier sind, dass Sie da sind und so zahlreich zusehen. Mein Name ist Holger Barth, bin Mitarbeiter der Abteilung Private Banking und werde Sie heute durch den zweiten Teil der Veranstaltung führen, durch den eher etwas fachlich geprägteren Teil. Ich kann mich im Prinzip den Ausführungen meines Vorredners, dem Herrn Sterner, eins zu eins anschließen. Ich finde auch, dass Nachhaltigkeit kein kurzfristiger Trend sein wird, sondern dass uns das wirklich über Jahre hinweg erhalten bleibt. Ja, da muss man eigentlich nur einen Blick in die Zukunft oder in die Vergangenheit werfen, wie das früher einmal war. Also ich denke mal so vor 15 Jahren war ja eine grüne Anlage im Prinzip eigentlich ein Stück weit Luxus. Also Herr Sterner hat es eben auch gesagt, wie das bei der Union Investment entstanden ist, also unter ethischen Gedanken. Also man ging eigentlich nicht so an das Thema ran, ja, ich möchte meine Rendite steigern, wenn ich entsprechende Positionen mit in mein Depot aufnehme, sondern es ging eigentlich eher darum, ein gutes Gewissen bei meiner Anlage zu haben. Und ja, deswegen ist es für uns insbesondere auch sehr, sehr wichtig, das in der Anlageberatung mit einzuflechten und mit einzubringen, da sich halt eben vieles in den letzten Jahren verändert hat. Für die junge Generation ist es, denke ich, schon eine relative Normalität. Es ist in der Tagesordnung, wir haben es eben auch gehört, Fridays for Future hat uns in dieser Zeit auch begleitet. Also für die junge Generation ist es schon im Prinzip ein Stück weit da. Und es gibt auch enorm viel Auswahl. Und das ist eben auch so das Thema, wo ich mich jetzt mit Ihnen zusammen mit beschäftigen will. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Im Prinzip, am Anfang steht im Prinzip ja die klassische Anleihe, ja, die von Unternehmen begeben werden, also Unternehmensanleihen, aber auch sogenannten Green Bonds, die zur Finanzierung von Umweltprojekten dienen beispielsweise. Oder auch Stufenzinsanleihen, Indexanleihen, die bestimmte Markterwartungen ganz einfach abbilden. Auf der anderen Seite, Sie sehen es im Bereich der Zertifikate, gibt es mittlerweile auch einige, die auf Nachhaltigkeitsindizes lauten, beispielsweise von Anbietern wie MSCI oder wie von Dow Jones. Mittlerweile gibt es sogar einen nachhaltigen DAX, wo bestimmte Titel, die eben nicht in die nachhaltigen Aspekte reinpassen, ein Stück weit ausgeschlossen werden. Ja, und auch darüber gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sich an der Markterwartung zu beteiligen, entweder mit 1-zu-1-Strategien oder mit Indexanleihen, die einen bestimmten Coupon zahlen, egal ob der Markt jetzt eher steigt, seitwärts verläuft oder sogar leicht fällt. Exchange-Traded Funds, sogenannte ETFs, haben Sie bestimmt schon in Presse, Funk und Fernsehen gehört, in aller Munde gefühlt in den letzten Monaten und Jahren, sind börsengehandelte, passiv gemanagte Investmentfonds, die eben den hinterlegten Index 1-zu-1 abbilden. Und auch hier gibt es mittlerweile verschiedene Nachhaltigkeitsindizes, an die Sie sich dann als Anleger beteiligen können. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit einer Direktanlage in Unternehmen, also in einzelnen Aktien, die sich halt eben mit hohen ökologischen, ethischen oder sozialen Standards auszeichnen. Sie können aber auch logischerweise das in die Hand von Profis übergeben, wie es der Herr Sterner eben ausgeführt hat, in Form von Investmentfonds. Hier, wie wir es eben auch gehört haben, wird ein Managementteam im Vorfeld ganz, ganz sorgfältig auswählen, in welche Bereiche kann ich investieren. Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien? Gibt es überhaupt Unternehmen, die meinen Anforderungen genügen? Und vieles, vieles mehr. Mittlerweile gibt es sogar sogenannte wirkungsbezogene Investmentfonds, die ergänzend zu den jetzt schon gültigen Standards noch einen Schritt weitergehen. Auch darüber erfahren Sie dann im Beratungsgespräch nochmal deutlich mehr. Dass das Ganze wichtig ist, glaube ich, muss ich Ihnen nicht erklären. Also es gibt seit letztem Jahr März eine Offenlegungsverordnung der EU, wo jedes Unternehmen dazu aufgefordert wurde, die Nachhaltigkeitsstrategie und auch der Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken offenzulegen.
Zudem wird es auch im Beratungsprozess immer wichtiger. Das heißt, ein Berater, beispielsweise auch bei der Mainzer Volksbank, ist zukünftig verpflichtet, Sie in jedem Beratungsgespräch zu fragen, wie wichtig ist es Ihnen denn, dass Ihr Geld nachhaltig angelegt wird. Also auch da ist das Thema mittlerweile angekommen. Vermögensverwaltungslösung. Da gehen bei dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen die Ohren auf und sagen, oha, das ist doch eigentlich eher was für Großanleger. Nicht unbedingt. Früher kann man schon sagen, nachhaltige Vermögensverwaltungslösungen waren eher was für Kommunen, für Stiftungen. Wir haben es eben gehört, für kirchliche Einrichtungen gegebenenfalls. Mittlerweile gibt es diese allerdings schon für den kleinen Geldbeutel. Und das kann vor allem für Neueinsteiger, wir haben eben die Umfrage gesehen, durchaus interessant sein. Aber gerade bei so einem sensiblen Thema wie dem Bereich Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass man verlässliche Partner hat. Wir haben es eben gehört, die Union Investment verfügt bereits über eine ganz, ganz langjährige Expertise in diesem Segment. Aber auch andere Investmenthäuser, wie jetzt zum Beispiel Nordea oder ÖkoWorld, können in diesem Bereich glänzen. Und da können wir Ihnen natürlich auch das ein oder andere Highlight anbieten. Im Bereich von Zertifikaten sind wir meistens mit der DZ Bank gut aufgehoben, unserer Konzernmutter sozusagen. Und im Bereich von ETF-Anlagen, speziell bei nachhaltigen, bedienen wir uns zum Beispiel dem Schweizer Investmenthaus UBS oder auch iShares. Ein Punkt ist mir jedoch noch besonders wichtig, den wir noch beleuchten müssen. Also egal, ob über welche Anlage wir uns generell unterhalten, ist es natürlich wichtig herauszufinden, was sind Ihre persönlichen Anlageziele, wie hoch ist Ihre persönliche Risikotragfähigkeit, was sind Ihre Kenntnisse und Erfahrungen, Ihre finanziellen Verhältnisse müssen beleuchtet werden. Und erst dann kann man im Prinzip eine Auswahl finden, die für Sie passend ist. Denn nur so kann man dann entsprechend eine ordentliche und auch eine fundierte Empfehlung abgeben. Und das erhalten Sie natürlich auch in einem persönlichen Beratungsgespräch, einem individuellen Anlagevorschlag. Das können Sie natürlich auch im Alleingang machen, selbstverständlich, gar kein Thema. Aber für viele ist es, denke ich, auch wichtig und richtig, auf Unterstützung zu bauen. Speziell, wenn man sich noch am Anfang befindet, hier wirklich auf die Profis, auf die Beraterinnen und Berater Ihrer Mainzer Volksbank Rückgriff zu nehmen und Ihren persönlichen Anlagevorschlag im Beratungsgespräch erarbeiten zu lassen. Generell haben Sie bei uns jedoch auch alle Möglichkeiten, die es im Prinzip so gibt. Für die meisten von Ihnen wird es, denke ich, schon wichtig sein, eine persönliche Beratung zu erfahren, mit Ihrem Berater sich gegenüber zu sitzen und sich Ihren persönlichen Anlagevorschlag ausarbeiten zu lassen. Aber auch Eigeninitiativ über nationale und internationale Börsen zu handeln, entweder telefonisch oder online, ist mittlerweile bei uns natürlich komplett und umfassend möglich. Auch für Anleger, die sich vielleicht noch nicht so ganz rantrauen, sondern eher über das Thema Sparpläne sich mal dem Thema Investieren mal widmen möchten, also mit regelmäßigen monatlichen Sparraten in verschiedenste Investmentfonds zu investieren, das könnte für den einen oder anderen auch ein guter Anfang sein. Und schlussendlich natürlich auch nachhaltige Vermögensverwaltung. Ich habe es eben auch schon erwähnt, die vor allem eventuell für Neuansteiger, die sich noch nicht so ganz mit der Materie auskennen, die das Ganze auch an Profis übergeben möchten, durchaus interessant sein können. Und da möchte ich Ihnen einfach mal zwei verschiedene Lösungen mal aufzeigen. Einmal Vermögen plus nachhaltig. Sie sehen es, ist eine Fondsvermögensverwaltung nach Nachhaltigkeitskriterien. Es wird im Prinzip in aktiv gemanagte Investmentfonds, in Indexfonds und in ETFs investiert. Und das Ganze geht schon ab 50 Euro monatlich beziehungsweise ab 5.000 Euro einmalig. Und auch hier erfahren Sie das Ganze im persönlichen Beratungsgespräch durch eine kompetente Beratung durch Ihren Wertpapierberater, Ihre Wertpapierberaterin. Auf der anderen Seite MeinInvest nachhaltig. Das ist eine digitale Beratungsstrecke, die Sie eigeninitiativ online durch einen innovativen Anlageassistent erfahren und auch abschließen können. Sehr, sehr einfach, sehr bequem, sehr intuitiv, möchte ich fast sagen. Und dadurch können wir die Sparplanraten schon ab 25 Euro im Monat anbieten, beziehungsweise die Einmalanlagen ab 500 Euro. Das Ganze geht, wie gesagt, ohne Beratungstermin, alles komplett online.
Und beide, nochmal eins zurück, und beide Anlageformen gibt es mit drei verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien, die natürlich nach ihrem persönlichen Duktus, nach ihrem Empfinden, nach ihren Zielen und Wünschen angeboten und ausgewählt werden können. Ja, wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben an den einzelnen Produktlösungen, an den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, ist der einfachste Weg, über unsere Homepage eine Online-Terminvereinbarung herbeizuführen. Hier können Sie ganz einfach und bequem von zu Hause aus mit Ihrem Wunschberater in Ihrer Wunschfiliale online einen Termin vereinbaren. Das Ganze geht selbstverständlich auch ja, weiterhin persönlich im Beratungsgespräch generell. Das Ganze geht aber auch, wir sind ja mittlerweile auch digital, über entweder eine Telefonie oder eine Videoberatung per GoToMeeting. Also da können wir mittlerweile alle digitalen Schritte, ich meine, heute sehen wir es hier auch an der aktuellen Veranstaltung, für Sie anbieten. Ja, und von daher scheuen Sie sich nicht, mich anzusprechen. Meine Kollegen in den Filialen oder auch Ihren festen zugeordneten Berater, Ihre Beraterin in Ihrer Filiale, um sich das ganze Thema nochmal in einem persönlichen Gespräch ein bisschen näher bringen zu lassen. Ja, und jetzt möchte ich auch nochmal auf eine zweite Umfrage oder um eine zweite Umfrage bitten, die Teilnahme entsprechend. Was sind so Ihre nächsten Schritte? Was haben Sie als nächstes vor? Auch hier sind jetzt mehrere Anlage- oder Antwortmöglichkeiten für Sie wählbar. Also ruhig mal loslegen. Antworten laufen rein. Ja, ich denke, jetzt ist es repräsentativ. Sehr gut. Also sehr durchmischt. Und das, was ich eben auch so ein bisschen herausgestellt habe, mich beraten lassen, was für mich in Frage kommt, ist, denke ich, schon der passendste Schritt für die nächsten Tage und Wochen vielleicht. Zusammenfassend kann man grundsätzlich sagen, egal was, ob Sie jetzt Neueinsteiger sind, ob Sie schon ein Profi sind, ob Sie nur mal Interesse haben an dem ganzen Thema, ob Sie Ihr Cashkonto optimieren wollen oder erstmal mit regelmäßigen Sparraten einsteigen, bei uns sind Sie auf jeden Fall richtig aufgehoben. Wir beraten Sie gerne und umfassend und von daher packen Sie es an, investieren Sie nachhaltig und um auf ein Schlusswort zu kommen, ich denke, es ist jetzt schon mehrfach gefallen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Welt leben, wo ein nachhaltiges Investieren unerlässlich sein wird, dass es nicht nur ein kurzfristiges Phänomen sein wird, sondern dass uns das über Jahre begleitet, auch die nächste Generation, da zähle ich mich dazu, meine Tochter ist 8, die wächst im Prinzip mit dem ganzen Dilemma auf. Und ich möchte als Vater, und ich denke, so sind wir alle auch, die Welt so hinterlassen, wie wir sie gerne übernehmen würden. Und von daher hat es mich gefreut. Gebe zurück an den Frank Hockemeyer und freue mich auch gleich auf Ihre Fragen, die eventuell kurz reinkommen. Vielen Dank. Ja, genau. Vielen Dank. Lieber Holger, lieber Markus, vielen Dank für die informativen Beiträge. Ich glaube, da können wir uns als auch ebenfalls Väter nur anschließen, dass wir gerade unseren Kindern natürlich eine möglichst nachhaltige und noch funktionsfähige Welt hinterlassen wollen. Genau, der Holger Barth hat es angesprochen. Wir schauen jetzt mal durch, was so an Fragen Ihrerseits reingekommen ist. Vielleicht können wir mal mit dem ersten Thema starten. Vielleicht für dich, Markus. Ja, hier geht es so ein bisschen um die ESG-Kriterien, die du genannt hast. Hier die konkrete Frage, nach welchen Kriterien wird die Mitarbeiterorientierung bewertet? Also es ist so, dass wir natürlich auch mit vielen externen Dienstleistern zusammenarbeiten, um uns da Daten einzusammeln. Also Union Investment läuft jetzt
nicht los und fängt an, in den großen Konzernen Mitarbeiterbefragungen vorzunehmen, sondern das machen andere, das machen externe Dienstleister. Und auf diese Daten greifen wir natürlich dann auch gerne zurück. Also, das heißt, diese Unternehmen haben dann Einblick in wiederum die Mitarbeiterzufriedenheit und mit diesen Daten können wir dann weiterarbeiten und können uns daraus mit vielen anderen Facetten natürlich auch aus direkten Gesprächen mit den Unternehmen heraus ein Bild machen, um dann einzuordnen, wie ist das Unternehmen dann auch sozial den Mitarbeitern gegenüber aufgestellt. Okay, sicherlich eine wichtige Komponente für den Erfolg des Unternehmens. Ja. Genau, vielleicht nächste Frage an dich, Holger. Du hast vorhin das Thema ETF angesprochen. Hier jetzt die konkrete Frage. Was halten wir von nachhaltigen ETFs? Vielleicht, ja, was unsere Einschätzung zu den Vor- und Nachteilen ist, denke ich mal, wird. Genau. Also gefragt. Wie gesagt, ETFs werden ja grundsätzlich auch gerne in der Presse, wenn ich sagen, als Allheilsbringer bewertet und auch beworben. Natürlich sind sie sehr kostengünstig und man kann sehr effizient gewisse Märkte mit abbilden. Aber ich denke, vor allem in der jetzigen Situation, und das sind auch so die Fragen, die sich auch bei uns gestellt haben in den letzten Tagen, ist es eminent wichtig, dass man auf ein aktives Management zurückgreifen kann. Auf Fondsmanager zurückgreifen können oder Fondsmanager, die selbst entscheiden können, was ist denn im Moment wichtig, was ist vielleicht nicht so richtig. Wo muss ich investiert sein? Wo darf ich im Moment nicht investiert sein? Und das kann ein ETF nun mal nicht leisten. In einer schönen, bunten Welt funktioniert ein ETF sehr gut. Aber wenn es denn vor allem in der jetzigen Zeit, wir blicken auf Corona zurück, das Thema hat uns ja auch noch nicht verlassen. Wir blicken jetzt auf den Ukraine-Konflikt. Und vor allem in so einer Zeit, wo es mal richtig auch mal, ja, auf Deutsch gesagt, rumpeln kann, ist es durchaus wichtig, wenn ich einen aktiven Manager zur Seite habe, wenn ich einen aktiven Berater zur Seite habe, der mir entsprechend auch andere Wege zeigen kann. Und ich denke, das trifft auf alle ETFs zu, nicht nur auf die, die jetzt nachhaltig orientiert sind, sondern tatsächlich eigentlich auf alle. Sehr schön, vielen Dank. Hier nochmal auch ein Thema, was in letzter Zeit aktuell geworden ist. Die EU hat ja das Thema Atomkraft plötzlich jetzt doch als nachhaltig eingestuft. Wie ist da die Sichtweise der Union Investment? Also da haben wir einen ganz klaren Standpunkt, nämlich dass wir sagen, Atomenergie ist für uns nicht nachhaltig. Also es gibt hierfür zwei Sachgründe. Solange die sich nicht ändern, werden wir auch genau an dieser Meinung festhalten. Der eine Sachgrund ist, dass wir sagen, die Endlagerung ist nicht geklärt. Also das heißt, wohin mit dem Atommüll? Es gibt seit 60 Jahren keine richtige Lösung, wo wir den Atommüll am Ende des Tages unterbringen. Und solange das nicht geklärt ist, ist für uns die Frage mit Nein zu beantworten, nicht nachhaltig. Aber auch natürlich die Produktion, die Herstellung von Atomenergie ist immer mit Katastrophenrisiken einhergehend. Wir erinnern uns alle noch an das Drama, die Katastrophe von Fukushima. Und solange auch das für uns nicht geklärt ist, also es da neue Entwicklungen gibt, ich glaube, Bill Gates hat irgendwann mal so von Mikroreaktoren und sowas gesprochen. Wenn es irgendwo eine andere Lösung gibt, die einfach diese Katastrophenrisiken nicht mehr so mit sich bringen, also diese beiden Sachgründe, die ich genannt habe, sich verändern, dann werden wir vielleicht auch zu einem anderen Bild kommen. Stand heute ist Atomenergie bei uns nicht nachhaltig und somit auch in keinem der nachhaltigen Fonds investiert. Ja. Genau, also du hast es angesprochen, es wird sicherlich dort jetzt gerade in der aktuellen Zeit und mit den aktuellen Entwicklungen noch viel geforscht, viel entwickelt. Da kann sich auch noch was tun in dem Bereich, um sich einfach unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen. Und vielleicht werden wir dann tatsächlich da auch nochmal wieder drüber reden, wenn das Ganze auch in unseren Augen nachhaltig erscheint. Ja, dann noch eine Frage, ich denke eher für den Praktiker. Depot optimieren heißt, in Invest umzuschichten. Genau, haben wir ja auch eben bei der Umfrage gesehen, dass jetzt einige sich mit dem Gedanken tragen, das Depot nachhaltig umzuschichten. Welche Kosten entstehen dabei und, finde ich ganz interessant, gibt es unter dem Aspekt Nachhaltigkeit und Förderung irgendwelche Rabatte? Tja, ich meine, na klar, also bei jedem Invest, auch bei jeder Depotumschichtung kann man die Kosten nicht wegdiskutieren. Es ist aber mittlerweile gesetzlich verpflichtend. Das wird auch tatsächlich im Beratungsprotokoll, also auch in der Geeignetheitserklärung so festgehalten, dass dem Kostenfaktor, die tatsächlich im Bereich der Nachhaltigkeit
will nicht sagen, zu vernachlässigen sind, aber wo man schon beobachten kann, dass nachhaltige Fondsanlagen beispielsweise schon relativ geringe Anfangskosten aufweisen, also die entsprechenden Ausgabeaufschläge. Aber es muss mittlerweile auch schriftlich fixiert werden, dass dem Kostenfaktor auch ein Nutzen gegenübersteht. Also Sie als Kunde müssen immer den größeren Nutzen haben als die Kosten, die dem Ganzen gegenüberstehen. Und ich denke, das ist durchaus wichtig, wenn man überlegt, sein Depot in eine gewisse Richtung umzuschichten, auch in eine Nachhaltigkeitsrichtung, dass man die Komponenten immer mit berücksichtigt. Und auch das wird Ihr Berater, Ihre Beraterin tun. Und darüber hinaus gibt es damit sicher auch noch Möglichkeiten. Bestimmte Förderungen gibt es aber tatsächlich keine. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr auch da am Ende jetzt nochmal Rede und Antwort zu den Fragen aus dem Plenum euch gestellt habt. Wenn jetzt noch irgendwas im Nachgang reinkommt oder Sie weitere Fragen haben, können Sie natürlich auch im Nachgang noch an uns stellen. Wir werden nochmal alles genau durchschauen. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, werden wir die gerne auch im Nachgang per Mail nochmal an Sie alle dann beantworten. Ja, da möchte ich mich am Ende nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie an unserer heutigen Veranstaltung Geldanlage neu denken, investieren in eine nachhaltige Zukunft teilgenommen haben. Eine, wie wir finden, sehr, sehr wichtiges, ein sehr wichtiges Thema, was aber natürlich in der aktuellen Zeit ja plötzlich völlig unwichtig erscheint. Wir befinden uns in einer Situation, wo es kriegerische Handlungen mitten in Europa gibt, wo plötzlich alles ja überhaupt nicht mehr wichtig und völlig unwichtig erscheint. Deswegen möchte ich das Ganze beenden mit der Hoffnung, dass ja dieser Irrsinnige schnellstmöglich gestoppt wird, dass auch die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer und vor allem auch die vielen Kinder, die dort betroffen sind, wieder in Frieden leben können und sich auch Gedanken über ihre Zukunft, über ihre nachhaltige Zukunft machen können. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und hoffentlich bis bald bei Ihrer Mainzer Volksbank. Tschüss.